Hallo und herzlich willkommen, liebe Moto-Fans, hier zu einem neuen Motulator. Wir haben es schon so ein bisschen angeteased. Wir wollen heute mal so ein bisschen über die ersten Figuren aus dem Jahr 1982 sprechen. Wir haben dazu auch ein Ranking aufgestellt. Wir haben jeder so ein eigenes Ranking, beziehungsweise haben wir auch im Internet einfach mal gefragt, wie ist es denn bei euch? Und heute wollen wir das heute mit euch zusammen auswerten. Wir haben auf Planet Eternia gefragt und wir haben auch auf survey.com einfach mal eine Umfrage dann in den Social Medias gemacht. Und ja, das vergleichen wir jetzt einfach mal so ein bisschen miteinander. Ich bin heute übrigens nicht alleine. Ich freue mich sehr. Jan ist wieder mit dabei. Hi. Hallo, ich bin der Jan. Und ich bin da mit dabei. Wir haben vorhin. Das ist prima. Bei diesem Klima. Viva Colonia. Ja, wir haben vorhin schon mal die News aufgenommen und sind dementsprechend auch ein bisschen durch. Also es ist echt warm und das wird jetzt heute das letzte Video sein. Jan, wir haben insgesamt. Das allerletzte Video? Ja, das allerletzte Video. Nein. Danke, dass ihr alle dabei wart. Nimm mir nicht meine Zukunft. Wir haben doch jetzt einen Namen. Wir haben einen Namen, ja. Oh, egal. Also, beliebteste Figur von 1982. Ja. Wir haben insgesamt. Darth Vader. Nicht 82. Darth Vader gibt's schon seit 77. Ja, ist richtig, aber ach so, ich dachte, du gehst jetzt anhand der Filme, das war ja 77, 80, 83. Aber die Toys gab es ja zwischendurch die ganze Zeit. Ja, nein, es natürlich Masters. Aha, natürlich. Worüber reden wir denn hier? So, also, wir haben Beastman, Man-at-Arms, Merman, He-Man, Skeletor, Teela, Zodek und Stratos. Die sind alle im Jahr 82, also vor genau 40 Jahren, sind die herausgekommen. Da war ich noch nicht mal geboren. Das stimmt. Und dann macht er mit mir so eine Umfrage. Aber ich war... Ja, die Liste. Gut, hast du dir schon überlegt, welche Figur setzt du auf Platz Nummer 8? Also dann quasi denn das Lowlight. Das Lowlight, ja gut, das muss man vielleicht tatsächlich so, vielleicht muss man es aus zwei Punkten sehen, wie damals als Kind, welche Figur hatte ich, genau. Welche wollte ich haben und vielleicht aus heutiger Sicht. Und da muss ich dann vielleicht irgendwo, muss ich mich einpendeln, wenn es jetzt nur nach der Figur geht, wie sie aussieht, oder dem Charakter? Das entscheidest du für dich selbst. Du hast ja nach der Figur gefahren und nicht nach dem Charakter. Nee, die Figur. So mit Action-Features und allem drum und dran. Ja gut, Action-Features hatten die ja alle nicht so wirklich großartig. Nee, ne? Die hatten Hüftschwung, ne? Ja, das war, wir hatten ja damals nichts. Das ist aber schwer eigentlich, weil das sind natürlich die ersten 8, ne? Und die sind ja alle irgendwie cool. Das stimmt. Ich hatte davon wenig. Ich hatte davon echt wenig als Kind. Dann bewertest du es nach dem, wie du es heute siehst. Also wenn du eine Vorgabe brauchst, dann mach es doch so. Boah. Also vom Aussehen her würde ich vielleicht tatsächlich... Ich weiß nicht, die sind alle ziemlich nah aneinander. Aber ich muss ja irgendwie, ich sage He-Man auf der 8. Boah! Wow! He-Man ist ein nackter Typ mit einer Rüstung. Puh! Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also He-Man, okay. Also bei mir ist es eindeutig Stratos. Es ist halt einfach ein Charakter, der... Das fängt an mit dem Pushen. Ne? Er müsste Krallenfüße haben. Gut, war halt damals so, heute aus heutiger Sicht. Ich fände, es ist ein kleines Manko. Und... Er ist halt von denen, die wir jetzt hier haben, tatsächlich bei mir das Schlusslicht.
Was aber nicht heißt, dass der schlecht ist, aber in einem Ranking muss nun mal irgendwo eben, einer auf 1 oder 8. Ich sag ja auch, die sind ja irgendwie alle. Oh, die sind ja alle cool irgendwie. Genau. Auf Platz 8 können wir hier mal. Ja, nee, vom Dings. Ach so, vom, da. Also wir haben einmal Planet Eternia und wir haben einmal Survey. So, wir müssen, glaube ich, ein bisschen relativieren. Ich weiß nämlich nicht, ob man dem Ganzen hier trauen kann. Aber auf Planet Eternia, da haben wir auf Platz 8, müssen wir mal ausrechnen, sind zwei, ja. Man at Arms, tatsächlich, 4%, ja. Man at Arms. Planet Eternia wählt Man at Arms als die langweiligste Figur. Oder beziehungsweise uninteressanteste Figur. Sure. Das ist sehr interessant. Ja. Und hier bei diesem Ranking ist es auch Stratos. Ja, also He-Man hat keiner. Gut, gehen wir mal weiter. Was? Dann machst du jetzt mit der 7. Kein Problem, habe ich direkt schon parat. Hast du eine Idee? Tila? Nein. Zodak. Zodak, okay. Ja. Ist mir einfach auch ein bisschen zu schlicht, zu langweilig. Das geht dabei aber auch nur um die Figur. Der Helm ist cool. Aber ansonsten ist es mir einfach ein bisschen zu viel Recycling. Mhm. Dagegen finde ich dann zum Beispiel den 2000X in Schwarz mit schwarzer Hautfarbe sehr cool. Mhm. Das war ein verdammt geiles Upgrade. Ja. Wie ist es bei dir? Das ist echt schwer. ich schwanke zwischen zweien. Ich würde vielleicht Tila tatsächlich nehmen auf die 7. Mhm. Okay, Tila. Tila hatte ich aber als Kind auch nicht. Warum Tila? Ich weiß es nicht. Aber es liegt nicht daran, weil es ein weiblicher Charakter ist, oder? Nee. Übrigens eigentlich auch der Einzige. Ist eigentlich auch eine schöne Figur. Ja. Aber wenn ich jetzt, ich stelle mir halt vor, bin jetzt auch als Kind und habe so einen ganzen Pulk von den Figuren da liegen. Mhm. Ich würde die vielleicht auch nicht kennen, sonst wäre natürlich He-Man wäre natürlich der geilste. Der ist ja auch nun mal der Held. Aber vielleicht, ich versuche das jetzt einfach nur so visuell, wer jetzt gut raussticht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Tila. Tila. Gut, dann hast du Tila auf 7, ich habe Zodak auf 7. Wie sieht das denn Planet Eternia? Es kann natürlich auch sein, dass hier in dieser Survey-Umfrage natürlich Leute von Planet Eternia mit dabei sind. Ne? Und bei Survey waren es aber auch um einige mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel waren es jetzt bei PE? 75. Das ist aber auch schon aussagekräftig. So, was hat denn PE gesagt? Wer kommt auf die 7? Da haben wir tatsächlich zwei, ne? Ja, das ist richtig. Einmal Beastman und Stratos. 5,33%. Ja, also die belegen dann bei Planet Eternia zusammen Platz 7 und 6. Eigentlich wär's dann ja nur Platz 6, weil dann hätten wir ja dann so genau. gesehen. Genau. Ja, so sind sie beide Platz 6. Man at Arms auf 7, aber ja. Ja, theoretisch, aber gut. Teilen sie sich Platz 6 und Platz 7. Auf Platz 7 ist hier auch Beastman bei der Survey-Umfrage. Also da ist sich das Fandom recht einig. Das überrascht mich. Hätte ich so nicht gedacht. Gut, gucken wir mal weiter. Was kommt denn bei dir auf der 6? Auf der 6... Das ist wieder... Ja, vielleicht Beastman. Mhm. Vielleicht Beastman. Oder nehme ich... Nee, ich nehme Stratos. Stratos. Stratos hatte ich tatsächlich als Kind. Stratos hat einen Bart, der ist mir eigentlich auch sympathisch. Aber warum wohl? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr es euch vorstellen? Ich nicht. Und der kann fliegen, ey, der hat ein Jetpack, das ist cool. Eigentlich. Das ist richtig. Ja. Ich würde wahrscheinlich Man at Arms auf die 6 setzen.
weil er einfach das Gesicht aus heutiger Sicht ist einfach ein bisschen zu gequetscht irgendwie. Aber das Schlimmste von allem sind die Teile, die immer abfliegen. Das ist eine coole Figur, aber andauernd fliegen diese Teile ab. Und das ist echt nervig. Deswegen kommt der bei mir auf die 6. Was haben wir denn hier bei Planet Eternia? Was sagt denn PE, was Platz 6? Achso, hatten wir ja schon. Ja, das wäre dann... Das wären Beastman und Stratos. Ja, genau, lassen wir da mal jetzt weg. Aber dann können wir hier ja bei genau dem anderen... Wie gehen wir damit um? Ja, das wie, so wie es da abgestimmt wurde. Ne? Das ist nicht normal. Das steht aber da so. Das müssen wir jetzt so durchziehen. Na dann. Ne? Ziehen wir das so durch, obwohl ich glaube es nicht. Aber bitte. Ja, hier haben wir eindeutig einen Merman auf Platz 6. Sehr ungewöhnlich. Hätte ich weiter vorne gesehen. Gut, kommen wir mal zu Platz 5. Ich glaube, hier mache ich jetzt mal. Ne? Ja. Du hattest gerade eben. Mhm. Platz 5. Was haben wir auf Platz 5? Was würde ich da hinsetzen? Ich würde mal sagen Teela. Ja. Teela. Einfach mit der Begründung, an ihr ist auch nicht so viel Interessantes dran. Ich finde den Arm finde ich scheiße. Diesen offenen Arm. Wo du nichts reinpacken kannst. Ganz genau. Das ist der linke, nicht der rechte. Ja. Die Farbgebung ist wahnsinnig geil. Also weiß-gold ist richtig cool. Auch so mit diesen Verschnörkelungen unten, dieses Feigenblatt. Da siehst du aber dann irgendwann auch nichts mehr, wenn sie ihren Helm auf hat. Das ist auch wiederum richtig. Okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Na gut, irgendeiner muss da drauf. Ja, richtig. Dann würde ich jetzt glauben... Dann würde ich jetzt, glaube ich, Beastman nehmen dann. Warum Beastman dort? Ich weiß es nicht. ich versuche mir gerade so... Also ich hatte, als ich die Umfrage gemacht habe, hatte ich zwei im Kopf, die ich gerne auf die 1 setzen würde. Die fand ich, die ich als Kind toll fand. Und jetzt muss ich halt noch mal so ein bisschen... Aber ich bleibe dann auch wahrscheinlich bei den... Die letzten vier, die werden jetzt, glaube ich, schwierig. Mhm. Aber Beastman, ja, das ist... Der wobei ist schon, du He-Man natürlich nach ganz unten gesetzt hast. Ne? Das ist He-Man auf der 8. Ja, He-Man ist ein Typ. Ist so ein Typ. Ich stehe halt auf so Monsterviecher und so. Ja, nicht nur du. Eher, nicht ne? nur du. Und Beastman aber ist He-Man schon, war schon... Das Gesicht von Beastman ist schon cool. Nee. Ja. Gefällt mir eigentlich, aber es ist... Ich muss irgendwie den setzen. Es tut mir leid, ja, aber es ist halt so. So, 5 waren wir, ne? Genau. Ja, würde ich auch sagen, da packe ich He-Man hin. Auf 5. Okay. Ja, so viel ist halt eben wirklich dann tatsächlich nicht dran. Aber... Wir haben ja keine Ahnung. Richtig. Gut, was sagt denn... He-Man war ja der mit den blauen Hosen, ne? Waren das nicht Pinke? Da gab's auch mal früher, ja. Ah, okay. Diese komische Variante. In Batik. Ja. gut, was hat denn PE hier auf 5 gesetzt? Das wird wirklich schwer. Da bin ich wieder dran, ne? Ja, was? Hey. Ja, ist ja egal. Wer bleibt denn bei dir noch übrig? Skeletor, Merman und... So, ich habe jetzt die Wahl zwischen Zodak, Skeletor, Merman und Man-at-Arms. Platz 4. Platz 4, Zodak. Zodak kannte ich als Kind gar nicht, glaube ich. Wirklich? Der nicht mal aus den Hörspielen? Doch, aber ich hatte nicht alle Hörspiele. Der ist irgendwie... so völlig an mir vorbeigegangen. Eigentlich ist er auch irgendwie dümmlich, aber er hat halt, der Helm ist cool. Aber sonst, ach, es ist halt so komisch, so ne, so Skeletorteile in, aber er hat was, der ist schon, aber dadurch, dass ich halt nicht so großartig
Nostalgie drin habe, kommt das jetzt eher so, dass ich, als ich dann wieder angefangen habe mit mal mit Masters of the Universe da wieder reinzukommen und dann habe ich gedacht, wer ist denn das? Ach so, das ist Zoda. Den Namen kannte ich natürlich, aber irgendwie als Kind völlig an mir vorbei. So, ich würde jetzt tatsächlich Beastman hier hinsetzen. Auf Platz 4. In den Hörspielen kam der wahnsinnig geil rüber. Zumindest solange Rode ihn gesprochen hat. Die Figur ist cool. Gibt eigentlich wenig dran auszusetzen. Jo, im Cartoon kam er sehr gut rüber. Wie gesagt, Figur, super. An den Action-Features gibt es ja nichts, was hier hervorsticht. Die haben ja alle nur den Hüftsprung. Von daher, ja, kommt der bei mir auf Platz 4. Was haben wir denn jetzt hier bei PE auf Platz 4? Das wäre Zoda. Nee. Tila. Tila. Tila auf Platz 4. Nicht schlecht. Und bei Survey ist es, scheiß Fliege, Man at Arms. Also da sieht man echt mal, wie das auseinandergeht. Nicht schlecht. Jetzt muss ich echt überlegen, ob ich nicht von meinem ersten Gedanken noch mal abschweife. Ich glaube dann, ich setze, glaube ich, Man at Arms auf die 3. Warum? Den fand ich als Kind cool. Ich fand das immer cool, dass der seine halbe Rüstung und so, der war cool. Wäre das nicht mit dem Auseinanderfliegen gewesen, dann wäre er von den Helden der interessanteste gewesen. Ja, ich muss mal kurz eben gucken. Also, Stratos hatte ich auf der 8, auf der 7 hatte ich Zodak. Dann hatte ich Man at Arms, glaube ich. Danach Teela oder umgedreht. Das heißt, die sind schon mal weg. Skeletor hatte ich noch nicht. He-Man hatte ich. Merman fehlt. Man at Arms hatte ich schon weg. Beastman habe ich eben genommen. Irgendeiner fehlt, oder? Ich meine, du hättest. Hattest du so? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was du da hattest. Dann lass die 3 einfach weg. Man at Arms? Ich lasse es aus. Ich lasse es aus. Naja, gut. Das ganze Ranking für den Arsch. Yeah, fuck. Gut, also bleiben Gwildor. Skeletor und Merman. So, da kann ich sagen, also Platz 2 ist bei mir Skeletor und Merman auf der Platz 1. Auf dem Platz 1. Warum? Merman hatte tatsächlich einfach für mich das coolste Aussehen, dieses dunkle Grün mit dem goldenen Schwert, der goldenen Rüstung und alles und diese Fratze, das war schon echt cool. Bei Skeletor war halt eben schon immer, schon als Kind das Problem, Kapuze, Hals offen, Rüstung. Das war aber trotzdem sehr coole Figur. Und das Halbschwert hat mich immer genervt. Schon als Kind. Ich wusste nichts damit anzufangen. Tja. Jetzt kommt's bei dir. Auf Platz 2 und auf Platz 1 Skeletor und Merman auch, tatsächlich. Auch. Ja. Merman, eigentlich kann ich dir da nur beipflichten. Merman hatte ich leider auch als Kind nicht. Aber ja, dieses böse, dieses dämonische Gesicht, dieses schöne Grün mit dem Gelb dazu. Ja. Das geile Schwert, das sieht zwar aus wie, heute sagt man, sieht aus wie Maiskolben, oder? Der ist schon cool. Skeletor, der hat einen fucking Skull als Kopf, ne? Das Ja. ist. Obwohl, nicht, dass es gestört hat, aber ich habe bei diesem Grün nie verstanden, warum hat der Grün im Gesicht? Dass das irgendwie angeblich Haut sein soll, wäre ich nie drauf Nee, gekommen. hätte ich jetzt auch nicht. Das war halt so, ne? Ja, war halt so. Gut, schauen wir Der mal, Skeletors was. Rüstung ist auch einfach cool. Das ist mit dem Ja, Armshorts und. das ist es. Okay, was hat denn PE? PE hat hier mit 26,67% haben sie Skeletor auf die 2 gewählt und auf der 1 ist mit 32% He-Man. Skeletor hat schon wieder verloren.
Die ewige Nummer 2, bei dir Nummer 2, bei mir Nummer 2, ja. Bei PE Nummer 2 und ja, bei Survey auch auf Platz 2. Aber ich traue diesem Ranking hier nicht. Bei Survey, ich werde mir da was anderes suchen, sodass man, ich denke mal, man hat das künstlich hochgetrieben. Auf Platz 1 wäre Tila. Mit hohem ja. Vorsprung. Mit einer Skala fast das Vierfache von Skeletor. Das waren die Feministinnen. Das Ganze? Das war die Feministinnen, die schwedische Feministinnengruppe Barbara Bröst. Ah, Gott, oh Gott. Was Barbara Bröst? Barbara Bröst. Barbara Bröst heißt eine schwedische Feministinnengruppe. Sie laufen oben ohne rum und demonstrieren. Oh. Wo demonstrieren die denn? Weiß ich nicht. Schade. Ich würde wenn gerne ihr das wisst, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ihr wisst natürlich, was jetzt kommt. Die Frage, wie ist euer Ranking? Habt ihr hier mitgemacht? Kennt ihr meine ominöse Nummer 3? Ich kenne sie nicht. Wenn ihr aufgepasst habt, schreibt Mann, sie aber rein. Das kann es doch nicht sein. Stratos habe ich gesagt, Zodek habe ich gesagt. Das ist für mich ja klar. Tila war auch weg. Skeletor, nein, wusste ich ja für mich, das war der Platz Nummer 2. Merman hatte ich ja auch schon auf PE entsprechend abgestimmt. Man-at-Arms hatte ich rausgenommen, weil da die Teile immer dauernd abfliegen. Das fand ich echt als Kind schon ein bisschen blöd. Und Beastman war doch meine Nummer 4, oder nicht? Ja. Oder war es die Nummer 3? Oder war das die Nummer 3? Ich werde es ja in der Nachbetrachtung sehen. Und die Nummer 3 ist nicht wichtig. Die Nummer 3 ist nicht wichtig. Gut, damit haben wir einen eindeutigen Sieger heute. Wir haben... Dreimal. Eigentlich ist Skeletor der Sieger, weil ja. Der viermal auf der 2 gelandet ist. Ja. Und Tila, glaube ich. Ja, schreibt's mal in die Kommentare. Wird mit Sicherheit interessant. Ich denke mal, wir werden das einfach mal fortsetzen. Einfach mal so gucken. Das nächste Mal dann das Jahr 1983. Und dann überrascht euch natürlich selbst. Was kommt dann? 84! Boah, wer hätte es gedacht. Ja, das Geile ist, das kann man mit den Classics auch machen. Außer 2009, da kamen nur 2 Figuren. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann... Ja, und die okay. NAs? Auch eine gute Idee. Gute Idee. Und She-Ra kam auch noch raus. Schlechte Idee. So ein Scheiß. Schlechte Idee, das ist super. Das können wir aber auch gerne machen. Vielleicht nehmen wir irgendwie nochmal ein Zugpferd mit da rein, denn ich glaube, She-Ra wird ein Problem, NA vielleicht möglicherweise auch. Aber gut, schreibt's in die Kommentare. Wir machen das nächste Mal dann 1983 weiter und ich würde mal sagen, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren und eskalieren und subtrahieren und karikaturieren. Ciao. Gute Reise. We'll be right back.